Welches Gepäcksystem für deine Reise-Enduro ist besser? Ein schweres, unverwüstliches, etwas teures Teil aus Metall, Aluminium oder neue Lösungen auf Basis von Kunststoff? Wir schauen uns das in diesem Video an. Kunststoff versus Alu, das ist so immer, ich will nicht sagen Glaubenskrieg, aber doch eine Weltanschauungssache bei Reise-Enduristen. Da haben Leute in der Vergangenheit gewisse Erfahrungen gemacht, sowohl mit Kunststoff als auch mit Aluminiumlösungen. Die Alu-Lösungen, die Metalllösungen sind etwas schwerer, sind etwas teurer, sind etwas klobiger, sind oftmals aber praktischer gewesen. Essemotec hat jetzt was Neues am Start. Süspec WP, WP steht für Waterproof, in drei verschiedenen Größen. Ob die Teile wirklich besser sind, ob sie Game Changer sind, werden wir testen, werden wir auch in einem Langzeittest ausprobieren. Aber jetzt einmal sprechen wir mit dem Kollegen von Essemotec, mit dem Alexander in Rauschenberg in Deutschland, und der wird uns alles zu dem neuen Produkt erzählen und wird uns auch sagen, wie das im Vergleich zu ihren hauseigenen metallischen Lösungen steht. Gerne auch dann euer Feedback unten drunter, Metall oder Kunststoff, was ist eure beste Lösung bei der Reise-Enduro? Alexander, hallo, grüß dich, servus. Hallo Nils. Habe ich dich hier richtig angekündigt? Du sitzt jetzt in Rauschenberg, bist nicht irgendwo im Homeoffice in der Karibik. Nein, ich bin nicht in der Karibik, auch wenn da so eine kleine Büropalme hinter mir steht. Ich bin in Rauschenberg und habe mich in den Besprechungsraum zurückgezogen, damit wir in Ruhe über die neuen Süspec-Taschen sprechen können. Ja, ich habe es vorher schon angekündigt. Ich habe vollsprüchig angekündigt. Der Weltanschauungs-, ich will nicht sagen Krieg, aber Konflikt zwischen metallischen, adventure-tauglichen, grobschlächtigen, unzerstörbaren, unverwüstlichen Metallsystemen aus Aluminium meistens, versus Softgepäcklösungen, die etwas leichter, etwas günstiger sind, geht in die nächste Runde. Und ich habe angekündigt, möglicherweise entscheidend oder der Endgegner für die sperrigen Metalllösungen kommt jetzt von euch. Süspec WP, WP steht für Waterproof, in drei verschiedenen Varianten. Ich habe hier als Symbolbild quasi die mittlere Variante jetzt mal da. Ich ganz vorweg, es ist so, ihr seid ja neutral. Euch ist es egal, ob die Leute jetzt was Metallisches kaufen oder was aus Kunststoff. Sehe ich das richtig, oder? Naja, wir haben ja beides im Angebot. Das heißt, für die Leute, die was Metallisches wollen, haben wir nach wie vor unsere Trax ADV-Koffer, die man an unsere Träger ranhängen kann. Die gibt's. Und jetzt gibt es halt die andere Möglichkeit. Jetzt können die Leute die Fronten wechseln, die mal gesagt haben, naja, ich würde gerne keinen Alu-Koffer fahren, aber ich habe Angst, dass mein Gepäck nass wird. Weil wir hatten ja auch vorher auch Syspecs im Angebot, die hatten eine wasserdichte Innentasche, aber es war nicht das gleiche wie jetzt bei den neuen, die wirklich aus thermoverschweißtem Material gemacht sind und dann zusätzlich noch eine Innentasche haben und einen Rolltop-Verschluss. Die sind wirklich so, da kannst du sicher sein, wenn du auch dich mal hinlegst im Wasser und du hebst das Motorrad wieder auf, dann ist der Inhalt immer noch trocken. Also, und für die Leute ist das gedacht. Okay, und dann gibt es das Teil grundsätzlich in drei Größen, Small, Medium, Large, und die unterscheiden sich von der Größe des Volumens innen, aber auch von den Möglichkeiten, die man auf der Rückseite hat, um es ans Motorrad zu befestigen. Wenn man es jetzt mal aufdröselt, für wen ist welches Produkt das richtige Format? Was denkst du? Ja, also die Süspec WPL ist wirklich die für Adventure Bikes gedacht ist, weil die ist so geplant, dass sie mit der passenden Adapterplatte auch an unseren Pro-Seitenträger geht, an den großen Seitenträger mit den vier Aufnahmepunkten, der gleiche Träger, der auch für die Alukoffer verwendet wird. Die Tasche kann auch ohne die Adapterplatte direkt verschlauft werden an Fremdträgern, weil viele Leute sagen, ich habe meinen Träger schon, ich will das direkt daran verschlaufen. Geht auch. Die anderen beiden Taschen sind, da kann man auch eine Adapterplatte hinten verschlaufen. Zum Verschlaufen sage ich gleich auch noch was. Und diese Adapterplatte ist dann geeignet für die Dreipunktträger, für unseren SLC-Träger. Das ist ja ein Träger, den wir hauptsächlich bauen für kleinere Bikes, also für Naked-Bikes oder auch für Retro-Style-Bikes und aber auch für kleinere Adventure-Bikes. Dafür ist die Tasche, sind die S und die M eher gedacht. Die sind auch insofern ein bisschen anders, weil die haben eine festere Form. Die ist aus EVA-Material gebaut. Das heißt, die sind nicht komplett weich, aber sie sind auch komplett wasserdicht. Wie groß ist der Preisvorteil von der Kunststofflösung WP Süspec und im Vergleich zur metallischen Lösung, aber auch wie groß ist der Gewichtsvorteil? Weißt du es vielleicht, Alexander? Mhm. Ja, also man kann sagen, dass die
die Sysbeck WPL-Tasche kostet an sich 220. Man muss, damit man sie an dem Träger einklicken kann, noch die zusätzliche Adapterplatte erwerben für 50 Euro, sind wir also bei 270. Der Trax-Koffer kostet allein schon 390, also hat man da einen Unterschied von 120 Euro. Und es ist so, der Trax-Koffer wiegt 5,5 Kilo und die Sysbeck WPL liegt bei 2,9 Kilo. Okay, das heißt, diese Möglichkeit mit der Adapterplatte, jetzt habe ich die Adapterplatte, gibt mir die Chance, dass ich schnell montieren kann, runternehmen kann. Wohingegen, wenn ich hier mit den Zuggurten arbeite und die RAM bastel an irgendeine Fremdlösung, was auch immer, das ist ja für mich der Vorteil bei den Softgepäcklösungen, dass ich das quasi überall ranmachen kann. Dann ist die unkomfortable Variante, dass ich über die Innentasche rein, Innentasche raus arbeiten muss. Verstehe. Was ich schon erkannt habe, was nicht schlecht ist, sind Kleinigkeiten hier unten drauf. Nehmen ein bisschen was vom Vorteil von den Hartgepäcklösungen weg, weil sie tatsächlich einigermaßen stehen. Also ich kenne Softgepäcklösungen, die kann man nicht mal in eine Wand anlehnen, weil sie dann immer irgendwie rumwurzeln. Das heißt, sie sind hier etwas verstärkt, dass sie nicht abgeschürft werden. Man kann sie anständig irgendwo hinstellen und das hat man eine einigermaßen Stabilität, ist dann vorhanden. Es wirkt auch so, als ob diese ganze Oberfläche clean genug ist, dass man durchs Gestrüpp kommt. Das wirkt gut gemacht. Und was die Erfahrung gezeigt hat bei den Tankrucksäcken, ist, dass dieses Material wirklich wasserdicht ist und wirklich robust ist. Aber erzähl mir noch was. Wir haben hier noch Kleinigkeiten drauf. Das eine heißt, diese Fachbegriff Molle, glaube ich, ist die Möglichkeit, hier Karten Dinge aufzubringen. Ja, das haben wir. Das ist bei der S- und M-Variante mehr ein Designelement, um ehrlich zu sein, weil natürlich das sind kleine Molle-Aufsätze, wo man erstmal jetzt wahrscheinlich keine Zusatztasche befestigt, aber bei der großen ist es durchaus so, dass man da einen großen Molleaufsatz hat, wo man auch Zusatztaschen befestigen kann. Und was wichtig ist, was ich halt noch hatte ich vorhin ja schon gesagt, was wichtig ist, dieses Thema mit den Adapterplatten, das haben wir deswegen so gemacht, die muss man einmal, wenn man es kauft, verschlaufen. Das ist erklärt, ich habe es auch selber gemacht, es ist, man muss sich einmal darauf konzentrieren, die Anleitung lesen und dann kriegt man es in 10 Minuten, 15 Minuten hin und dann ist es auch fest. Das ist so ein Doppel-D-Ring-System, wie man es auch von Helmverschlüssen kennt. Dann sitzt die Tasche an der Platte und der Grund mit dem Verschlaufen war der, weil wir ja sonst die Tasche anbohren müssten. Beim alten System war die Platte mit der Tasche verbunden durch eine Bohrung und da hast du dann wieder das Risiko, dass Wasser eindringt. Deswegen dieses System mit den Platten, an denen es verschlauft wird. Und bietet die Möglichkeit, dass du halt, wenn du einen anderen Träger hast, kannst du es auch daran verschlaufen. Verschlaufen wird bei uns testen. Dümmster anzunehmender User sind immer Akademiker. Valentin Bocorni, der Leiter der Redaktion, wenn der das mit dem Verschlaufen hinkriegt, kriegt es jeder Mensch da draußen auch hin. Genau, aber gib ihm die Chance, die Anbauanleitung zu lesen. Kein Mensch liest die Anbauanleitung, aber was ist? Ich meine, aber es hilft manchmal. Ja, schon. Aber zuerst muss man die Demütigung ertragen, dass es ohne Anbauanleitung nicht funktioniert. Danach muss man den Schwanz einziehen, die Anbauanleitung lesen, alles nochmal runternehmen, alles ein zweites Mal machen mit der Anbauanleitung. Ist Standard bei Männern. Ich weiß nicht, wie es die Zuseher sehen, aber da muss er durch, deswegen möchte ich ihn nicht vorwarnen. Es gibt noch Grundsatzdiskussionen zum Thema Sicherheit und zum Thema, wie soll ich sagen, also manche sehen ja auch ein Hartgepäcksystem gleich wie eine Art Sturzbügel. Andere sehen es, aber es ist wahnsinnig gefährlich, weil wenn man die Füße da hinten, die Beine hinten reinkriegt, ist es gefährlich. Die setzen mehr auf die Softgepäcklösung. Andere sagen, wenn ich jetzt hinten einen schweren Metallkoffer mit drauf habe und ich stürze, machen mit in den Träger kaputt. Bei den Softgepäcktaschen gehe ich ein bisschen nach. Es hat alles so ein Für und Wider. Ich persönlich stehe mir auf die Softdinger, weil sie flexibler sind. Da kann ich immer noch irgendwie was ranmachen und ich habe für mich diese Nachteile nie gesehen. Aber ich weiß nicht, ob du aus den Nähkästchen plaudern darfst. Wie schätzt du im Moment bei euch die Marktanteile ein? Also wie groß sind die Fraktionen, ohne jetzt ins Detail zu gehen, aber ungefähr wie groß sind die Fraktionen? Kann ich schwer sagen, weil die jetzt auch neu gekommen sind, die Taschen. Und von daher, wir hatten ja vorher nichts Vergleichbares. Von daher muss ich das erst entwickeln. Diese alten Sysbecks sind auch gut gelaufen, aber es hatte einfach, das war immer dieser Punkt hier, wie ist es mit dem Wasserdichten? Und von daher wird sich das jetzt zeigen im Laufe des nächsten Jahres. Bisher ist der Zuspruch ganz gut, die Leute sind froh, dass es das gibt und wir bieten das halt auch in Systemen an. Also du kannst sozusagen die passenden Träger mit den Taschen gleich kaufen, wenn du es
alles haben willst. Oder vielleicht bist du ja auch jemand, der schon einen Träger hat, weil du einen Alukoffer hattest und willst jetzt die Weichgepäcklösung verwenden. Das Einzige, was man ändern muss, sind die Anbaupilze, mit denen die Tasche eingeklebt wird. Wir werden sie im Langzeittest auf der Africa Twin verwenden. Dann werden wir sehen, Koffer kriegen in der Zeit Patina, Dellen und Kratzer und so weiter. Ich bin gespannt, wie es hier aussieht. Kunststoffdinge haben ja oft das Problem mit der Sonne, dass sie im Laufe der Zeit etwas ausbleichen und die Farbbilanz etwas leidet. Angeblich, es soll UV-beständig sein, aber ja, Kunststoff 100% UV-beständig ist nie. Mal sehen, ob es im Laufe der Zeit besser aussieht als ein vergleichbares Koffersystem, die haben wir auch im Einsatz. Was fällt dir noch auf, wenn wir diese zwei Welten grundsätzlich vergleichen? Was kriegt ihr noch mit im Kundensupport? Was ist Leuten bei Software-Weglösungen wichtig und worauf stehen sie? Ja, also ich meine, der Grund, warum wir das gemacht haben, war auch, wir haben ja dieses Verfahren mit diesem thermoverschweißten Kunststoff, dieses TPU-Kunststoff, man könnte auch sagen, verklebt oder über Hitze sozusagen verbunden. Das Prinzip haben wir angewendet bei den Tankrucksäcken, bei den Wasserdichten. Von denen gibt es die ja auch, die gibt es ja schon seit einer Saison oder teilweise seit zwei Saisons. Also das ist das gleiche Material. Das heißt, wenn man so einen hat und sieht, mit dem kommt man gut klar, das Material funktioniert und verändert nicht die Farbe, dann ist das bei den Sysbeck-Taschen das gleiche Prinzip. Das ist der gleiche Aufbau an Material. Und es ist ja auch so, dass wir mit unserer Qualitätssicherung, unser Manfred, der Leiter der Qualitätssicherung ist, tut das ja immer in so einen UV-Tester, wo das dann wochenlang drin hängt, und da muss man halt gucken, dass das Material die Farbe behält. Und das haben wir getestet, und von daher sind wir auch ganz zuversichtlich, dass das geht. Und ich glaube, dass wir damit einfach den Leuten die Möglichkeit geben, wirklich wasserdicht mit ihren Sachen unterwegs zu sein und diese Sorge los zu sein, wenn sie unterwegs sind. Vielen Dank für den Input. Wir testen das auf der Africa Twin für euch. Gerne unten drunter, wie immer, knallhart eure Erfahrungen, die ihr macht. Das Video ist jetzt die nächsten 20 Jahre online. Postet unten drunter eure Erfahrungen. Was ich so mitkriege bei SWMOTEC, wird auch immer kommentiert unten drunter, dass ich schätze 92-95% positive Kommentare. Wenn ihr negative Erfahrungen gemacht habt, gerne unten drunter, aber möglichst auch immer ein bisschen ausführend, damit wir wissen, woran lag es, dann können die Techniker sich auch ansehen. Das bereichert, postet immer unten drunter, welches Motorrad, welcher Träger, welches Produkt, welche Erfahrungen, bereichert die Erfahrungen und das Wissen hier bei uns in der 1000 Best Community. Wir sehen uns wieder auf der EICMA, wir sehen uns wieder auf der Intermod, dann bleiben wir dran. Alexander, danke, dass du Zeit genommen hast in Rauschenberg. Ich hoffe, ihr habt besseres Wetter als bei uns und ihr könnt noch ein paar Herbsttouren mit den Motorrädern fahren. Wir sehen uns auf der Messe in Köln und in Mailand. Tschüss und Baba. Alexander, bis zum nächsten Mal auf 1000 Best TV. Klar, wir sehen uns auf der Messe, auf der Intermod, und dann gibt es wahrscheinlich auch wieder im Herbst irgendwann neue spannende Sachen von uns, und wir freuen uns, dass wir euch die neuen Sysbex WP-Taschen jetzt endlich anbieten können. Danke.